hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir aus Tetrapacks und Lichterketten ein Bildschirm bauen. Dazu müssen wir mal gucken, was wir dafür heute alles brauchen. Als erstes brauchen wir dafür adressierbare RGB-LEDs. Da habe ich hier mal solche wasserdichten dabei, 9 Stück an der Zahl und einen Mikrocontroller. Da kann man verschiedene nehmen. Unter dem Stichwort Neopixel findet man da verschiedene. Man kann auch verschiedene Mikrocontroller nehmen. Ich habe jetzt mal in dem Beispiel einen ATtiny. Gehen aber auch Calliope, Arduino. Da ist das Programmieren immer nur etwas anders. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Butterbrotpapier, denn das wollen nachher nicht direkt in die Pixel gucken, sondern wir wollen ein bisschen einen kleinen Diffusor davor haben. Und das, dafür nehmen wir das Butterbrotpapier. Klebeband habe ich hier noch, um alles zu befestigen. Wir brauchen Cuttermesser, Schere und einen handelsüblichen Tacker. Schneideunterlage ist auch nicht schlecht. Und später beim Programmieren braucht man noch ein USB-Kabel, so ein USB-Mikrokabel. Das gibt es normalerweise, ich habe es mal hier in die Kamera. Das gibt es denn normalerweise bei jedem Android-Handy mit dazu. Oder findet man meistens so bei Ladekabeln dabei. So, dann kommen wir mal zum Basteln. Als erstes schneiden wir die Tetrapacks einfach einmal in der Mitte durch, möglichst genau in der Hälfte. So, dann können wir nämlich so später den Bildschirm zusammenbauen und hier hinten kommen dann die Lichterketten rein. Man kann die dann auch noch kürzen, wenn es eigentlich hell genug ist oder so. Aber ich nehme jetzt mal in dem Beispiel einfach die Hälften. Okay, ich werde jetzt mal alle durchschneiden. So, jetzt haben wir hier 10 Tetrapacks oder beziehungsweise 10 Tetrapack-Hälften. Wir brauchen nur 9 davon. Meine Lichterkette hat ja einfach nur 9 Pixel. Dann kann ich sie nämlich in einem schönen 3x3 Display anordnen. Ja, jetzt sieht man's. Die tacke ich jetzt einfach so zusammen. Genau, ich muss gucken, dass vorne alles bündig ist. Da gibt es leider keinen Trick. Aber man kann dann immer quasi, man tackert ja erstmal 2 zusammen. Und da kann man dann gucken, dass die möglichst dann immer bündig bleiben. Empfiehlt sich ruhig ein paar mehr Tackernadeln zu setzen. Dann ist es später stabiler, weil wenn man da mal dran ruckt oder so, lösen sich so eine Tackernadel hin und wieder. Genau, was ich euch noch zeigen wollte, man kann auch jede andere Kombination an Bildschirm bauen. Zum Beispiel könnte ich jetzt auch hier so weiter bauen und so ein Männchen bauen. Oder einen Turm, oder ich könnte hier was lang bauen, oder einen Regenbogen haben schon viele Kinder gebaut. Man muss nur dabei immer aufpassen, dass die Lichterkette dann entlang geht, weil die haben ja bestimmte Abstände. Und wie ihr euch sicher schon denken könnt, ich kann nicht jede Kombination machen. Wenn ich hier das lang lege, bei so einem Rechteck, kann ich natürlich immer so Schlangenlinien geben, so zickzack. Aber wenn ich so ganz komische Formen habe, wo hier dann, wie ich es gerade auch gezeigt habe, hier einer weggeht, dann muss ich gucken, ob ich, dass ich hier wieder zurückkomme zum nächsten Tetrapack. Muss man sich ein bisschen vorher überlegen oder dann später umdisponieren. Aber ich meine, learning by doing, jeder muss seine Fehler selber machen. Ist nur ein kleiner Hinweis, wenn man da gleich das perfekte Ergebnis haben will, dass man dann sowas beachten kann. So, und da kommen wir schon zum letzten Tetrapack. Und dann können wir gleich zum Löchersetzen übergehen. So, kommen wir mal zum Löchersetzen. Jetzt müssen wir hinten bei den Tetrapacks, wo keine Löcher hier drin sind, müssen wir hier kleine Kreuze reinkattern, empfiehlt sich. Dann kann ich später die Lampen, hier kann ich sie so reinstecken und festgaffern. Ich kann auch, wenn ich das Reinstecken bevorzuge, hier kleine Löcher reinschneiden und sie dann dort reinstecken. Je nachdem, wie viel Zeit und Muße man hat und was man mehr mag. So, und immer wieder aufpassen auf Cuttermesser. Meistens passiert das nicht den Kindern, sondern den Erwachsenen. Die schneiden sich dann in die Finger.
Genau. In der Mitte empfiehlt sich das nicht, weil da ist meistens so eine Doppelnaht und hier an der Seite. Aber das könnt ihr dann selber rauskriegen. Und dann fangen wir mal an, die Lichter reinzustecken. Ich fange mal hier an, wie schon erwähnt. Zack, ins Kreuzchen rein. Kann es auch richtig reinstecken. Dann das nächste Licht. Das nächste. Zack. Zack. Hier habe ich jetzt doch mal die Kreuze gemacht an den Seiten. Hier auch. Und hier dachte ich, probieren wir es mal so. Und sehen schon, das hängt ein bisschen locker. Und da nehme ich mal zur Hilfe einen Gaffer. Ich finde das ja dann mit den Kreuzen ein bisschen einfacher. Aber es kann auch sein, dass die aus den Kreuzen später rausfallen. Vielleicht muss ich die dann auch festgaffern. Das könnt ihr alles ausprobieren. So, jetzt klebe ich hier mal einen Klebestreifen drüber. Ich sage immer Gaffer. Aber man kann auch ganz normal einen Klebestreifen nehmen. So, hier haben wir später einen Mikrocontroller, hier kommt dann auch das USB-Kabel rein. Da müssen wir uns merken, die Stellung, und später müssen wir dann auch hier hinten rauf gucken, weil wir fangen hier an zu zählen. Das ist die erste LED, die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte. Beziehungsweise fängt ein Computer bei 0 an zu zählen, deswegen ist das die nullte, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte. Da kann man auch schöne Lernspiele und Fragerunden mit den Kindern machen. Welche ist denn jetzt das, welche Nummer? Dann müssen wir alle im Kopf überlegen. So, jetzt haben wir alle Lichter reingesteckt und jetzt wollen wir mal dieses Diffusorpapier anbringen, damit später man nicht direkt in die Lichter schauen muss. Das geht zwar kurz, aber auf Dauer wird es unangenehm, gerade wenn man ein Spiel drauf spielen will oder so. Sondern wir machen jetzt so ein schönes Diffusorpapier davor, dann sieht es einfach schicker aus. So, dazu nehmen wir natürlich erstmal die Größe. Ich bin ja mal ein Fan vom Reißen, ich probiere das mal aus. Und, passt noch. Ah, passt noch. Sehr gut. Ich schneide es trotzdem noch mal ein bisschen genauer hier zusammen. Und dann mache ich dasselbe, schneide ich das hier schön maßgerecht auf der anderen Seite ab. Ich lasse vielleicht so 5 cm überstehen, damit ich dann noch Klebefläche am Rand habe. Auch schön hier rein. So, und dann kleben wir das hier rauf. Es empfiehlt sich hier an den Ecken so kleine Schlitze zu machen. Und jetzt wäre eine helfende Hand nicht schlecht. Ich probiere es mal trotzdem. Die helfende Hand kann nämlich jetzt das Papier festhalten. Ich habe mir natürlich schon vorher ganz viele kleine Stückchen vorbereitet, die hier an meinem Tisch kleben. Und dann kann ich es ganz einfach festigen. Jetzt habe ich hier noch diese Ecken. Die klebe ich auch um. So, und jetzt sind wir eigentlich auch schon fertig. Jetzt haben wir das Display und können anfangen zu programmieren. Für die, die noch einen ästhetischen Mehrwert verspüren, kann man das Ganze natürlich auch noch schön gestalten. Die Kinder machen das auch sehr gerne. Man kann da sich wild austoben und hier verschiedene Sachen. Man kann ja auch vorne rauf mal was draufkleben oder so. Ich habe mir jetzt mal ein kleines Beispiel überlegt, wie ich das noch gestalte. Ganz kurz, dass ihr mal eine Idee kriegt. Na, kriegt ihr schon eine Idee, was es werden wird? Jetzt vielleicht?
Ja, okay. Es wird eine kleine Anspielung auf XXO. Kinder wollen ja immer gerne Spiele programmieren gleich. Das ist natürlich am Anfang nicht das Leichteste. Aber das ist ja dann vielleicht mal ein guter Kompromiss, den man sich einfallen lassen kann. Wenn man sagt, wir kleben das erstmal drauf und lassen es bunt leuchten. Und zum Schluss gucken wir, ob wir das vielleicht auch denn umgesetzt kriegen beim nächsten Bildschirm. Oder auch bei denen. Man kann ja jederzeit auch das Diffuserpapier wieder abnehmen und ein neues Makeover dem Display verpassen. Man sieht, was es sein soll. Okay, dann würde ich sagen, schreiten wir jetzt mal zur Programmiereinheit. Bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen zum Programmieren unseres Tetra-Kits. Das haben wir gerade schon gebastelt. Jetzt gucken wir mal an, was wir damit alles so Schönes machen können. Als erstes öffnen wir hier mal unsere Arduino-IDE. Die heißt hier TetraPix, wenn man sie von unserer Seite hochgeladen hat, dann sind auch schon alle Treiber installiert, wenn man die Exe benutzt hat oder wenn man die andere Anleitung befolgt hat. Und man kann direkt starten, indem man einfach hier auf Werkzeuge klickt, auf Arduino-Block und dann öffnet sich schon das Programm. Als erstes wollen wir mal ganz einfach einen Pixel, eine Farbe geben und den leuchten lassen. Dazu klicken wir hier links an der Seite auf TetraPix und gucken uns mal die vier Blöcke an, die wir haben. Den obersten nämlich, den brauchen wir gerade. Das ist der Definiere-Block. Den ziehen wir mal hier rein und klicken uns ins Hauptprogramm. Der heißt Definiere, Pixelanzahl, was ist unsere Pixelanzahl? 9. Also tragen wir hier einen 9 ein. Dann klicken wir da oben nochmal rein und holen uns gleich den nächsten Block, nämlich gib einem Pixel eine Farbe, was wir ja gerade machen wollen. Und den heften wir dann einfach hier unten dran, wie so ein Puzzle. Das klickt dann Rauch rein und macht so ein Geräusch. So, wenn wir jetzt den ersten Pixel anfangen lassen wollen zu leuchten, das ist der hier unten, ist der erste. Was tragen wir denn bei Pixel Nummer 1? Richtig, eine 0, weil wir fangen bei 0 an zu zählen. Dann geben wir diesem Pixel eine Farbe. Ich würde sagen, wir nehmen mal Rot und tragen dann bei den anderen Werten 0 ein. Und lassen bei Rot die 255, das ist nämlich der höchste, also die helle ist der hellste Rotwert, den ich auswählen kann. Man kann auch weniger machen, aber dann ist es nur so halb so hell. So, dann klicken wir jetzt mal oben hochladen auf den Arduino und vorher ist zu beachten, das USB-Kabel muss rausgezogen sein, das darf nicht drin stecken. Also jetzt mal hier hochladen auf den Arduino, noch nicht reinstecken. Jetzt warten wir, bis er kompiliert und dann steht hier so eine kleine Schrift Plugin Device Now und das heißt, wir können jetzt den Mikrocontroller reinstecken bzw. das USB-Kabel. Dann macht das ein Geräusch und im Regelfall sollte dann einfach das Programm überspielt werden und der Mikrocontroller fängt an, der Lichterkette die Signale zu geben, dass sie entsprechend leuchten. So. Dann wollen wir mal einen zweiten Pixel dazu holen. Oh, ich habe eine Idee. Wir nehmen mal jetzt nicht die 0, sondern wir lassen mal das O in der Mitte, also das der Kreis in der Mitte, lassen wir blau leuchten. Und dazu müssen wir mal abzählen, welche Nummer der hat. Wenn er hier anfängt zu zählen, geht er hier 0, 1, 2, 3, 4. Das ist wie hinten drauf quasi, wie die Lichterkette angeordnet ist. Also nochmal 0, 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir tragen jetzt mal hier die 4 ein. Hier tragen wir den Farbwert blau ein. Wir tragen einfach bei blau 255 ein. Und dann holen wir uns noch einen Stein. Denn wir wollen nochmal die beiden hier oben rot leuchten lassen. Dazu gehen wir oben nochmal auf TetraPix. Holen hier, gib einem Pixel eine Farbe. Setzen wir als erstes für den Stein, müssen wir mal abzählen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Für die Nummer 6 machen wir den Farbwert rot, also setzen wir grün und blau auf 0. Und weil wir so clever sind, müssen wir uns das jetzt nicht zwischendurch angucken, sondern wir holen uns auch den nächsten Stein noch rein. Der hat dann logischerweise die Pixel Nummer 7. Ich zeige es nochmal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jetzt klicken wir wieder hochladen auf den Arduino, ziehen vorher noch das USB-Kabel wieder raus, das ist ganz wichtig. Und warten, bis der Sketch kompiliert ist. Jetzt steht wieder Plug-in Device Now. Jetzt stecke ich es wieder rein. Und voilà, es läuft. Wir haben mehrere Pixel programmiert. Sehr gut, und gleich geht's weiter mit einer Schleife. Wir wollen jetzt eine Schleife programmieren. Dazu gucken wir als erstes wieder oben links in das Tetrapex-Menü und holen wieder den Definiere-Block raus, dem wir wieder die Pixelnummer 9 geben. Diesen Block brauchen wir immer. Jetzt gucken wir als nächstes, welchen Block wir dann noch haben. Wir haben noch den Wiederhole von Bis-Block. So, das ist eine Schleife. Die wiederholt jetzt für jeden Pixel, wollen wir 0 bis 8, 0 bis 8, die Anweisung, die wir gleich hier bei Mache reinpacken. Dazu müssen wir erstmal bei Startwert den Wert 0 eintragen und bei Stoppwert welchen Wert? 8, richtig. So, Schrittgröße ist 1, weil wir wollen ja jeden Pixel mitnehmen und nicht einen Pixel überspringen. So, im Mache steht jetzt noch nichts. Da holen wir uns wieder den bekannten Block, gib einem Pixel eine Farbe und tragen den mal hier ein. So, jetzt wollen wir aber nicht, dass die Pixelnummer hier gleich bleibt, sondern dass die sich verändert. Deswegen müssen wir hier erstmal den Block hier rausnehmen. Und dann hat noch die Schleife die schöne Funktion, so eine Variable zu erzeugen, die quasi immer den Wert hat, in welcher Schleife wir gerade sind. Also geht das erste Mal den Mache durch, dann hat es den Wert 0. Das zweite Mal, dann hat es den Wert 1, das dritte Mal den Wert 2 und so weiter. Die Variablen, denen können wir auch einen Namen geben. Ich nenne sie jetzt mal Lauflicht. Ist auch noch schön falsch geschrieben. Lauflicht. Ist diesmal richtig. Super. Und dann klonen wir mal das Lauflicht. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, welche Farbe. Nehmen wir mal grün. Dann tragen wir rot und blau auf 0. So, und jetzt probieren wir mal das Lauflicht zu programmieren. Mal sehen, was passiert. Klicken wieder hochladen auf den Arduino. USB muss draußen sein. Bis die Message erscheint, Plug-in Device Now. Und was haben wir jetzt? Oh, alles gleichzeitig grün. Okay, dann müssen wir wohl noch was ändern. Woran lag das? Der Mikrocontroller geht ganz schnell hier diese Einheit, die Blöcke durch. So schnell, wie man nicht gucken kann, ja? Und um den ein bisschen hier zu verlangsamen, müssen wir noch diesen Warteblock holen. Wieder war ich etwas zu schnell. Hier oben links bei Tetrapix gibt es hier den vierten Block Warte Millisekunden. Ich habe den jetzt hier schon eingefügt. Jetzt muss ich hier nochmal draufklicken, damit es weggeht. Und dann trage ich hier mal eine 300 ein. Eine 1000 Millisekunden sind nämlich eine Sekunde, ist ganz schön lange. Müssen wir mal 9 Sekunden warten. Das ist bei so einer Animation doch ein bisschen lange. Jetzt gucken wir uns mal an, was jetzt passiert. Wir klicken wieder hochladen auf den Arduino, ziehen das USB-Kabel rechtzeitig raus und stecken es wieder rein bei der Message. Und wir haben ein Lauflicht, juhu. Aber jetzt, Lauflicht bleibt. Okay, natürlich, weil es fängt wieder von vorne an und setzt sich wieder grün. Und dann kann es natürlich nicht einfach grün werden, wenn es schon grün ist. Beziehungsweise wird es das ja auch. Aber es verändert sich halt nichts für uns. Also holen wir uns nochmal den Block, gibt einen Pixel eine Farbe und setzen ihn unten dran. Dazu klicken wir hier rechts drauf nochmal und klonen den Block einfach. Dann haben wir nämlich gleich mit der Variable den Block zusammen. Und das Warte-Milli kann man hier weghauen, kann man auch lassen. Ich finde, es sieht ein bisschen besser aus, wenn man es wegnimmt. Und jetzt ist ganz wichtig, jetzt wollen wir es nicht nochmal grün schalten, sondern wir wollen es ausschalten. Wie schalten wir es aus, wenn alle Werte 0 sind? So, jetzt machen wir nochmal hochladen auf dem Arduino. Ganz schnell rausziehen. Vergisst man gerne. Und wieder reinstecken. Und wir haben ein Lauflicht, was hier durchläuft. Sehr gut.
Herzlichen Glückwunsch, ihr habt euer erstes Lauflicht programmiert, ihr habt ein lauffähiges Programm, was sich bewegt, was sich verändert, was auch noch stromsparend ist. Viel Spaß damit. So, jetzt haben wir hier schon ein schönes Lauflicht programmiert und jetzt wollen wir im nächsten Schritt mal ein paar Variationen ausprobieren. Als erstes Mal möchte ich nach dem grünen Lauflicht ein rotes Lauflicht haben und dazu klone ich mal die ganze Schleife. Da klicke ich einfach auf die Schleife rechts mit der rechten Maustaste, klicke auf Klonen und zack, hänge es dann unten dran. Kann das mit den Variablennamen auch alles lassen, muss nur hier aufpassen, dass ich hier aus dem Grün ein Rot mache. Und das war's schon. Machen wir das Ganze nochmal für Blau. Klonen wieder. Da haben wir nämlich gleich drei Farben, die nacheinander durchgehen. Da seht ihr schon, bei mir wird der Bildschirm dann ein bisschen klein. Das ist jetzt auch schon Anschlag. Viel weiter kann man dann nicht runterscrollen. Noch so ein bisschen. Für ein, zwei Farben würde es wahrscheinlich noch reichen. Aber nun gut. So, Rot-Grün, dann müssen wir hier wieder Blau eintragen. Dann haben wir alle Farben. Man muss auch immer Enter drücken, sonst übernimmt das nicht. Beziehungsweise, wenn man danach woanders draufklickt, geht es auch. So, jetzt gucken wir mal, was denn passiert. Hochladen auf den Arduino klicken. Und USB rein, raus. Raus rein natürlich. Und er läuft grün, er läuft rot und er läuft blau. Sehr toll. Wir haben es geschafft. So, was können wir denn noch ausprobieren? Wir können mal ausprobieren, dass der zweite rückwärts läuft. Dazu geben wir bei dem Startwert beim zweiten, also da wo rot ist, geben wir einfach 8 ein und beim Stoppwert geben wir 0 ein. Hochladen, auf den Arduino drücken. Sketch wird kompiliert, wir warten kurz. Okay, manchmal kriegt man eine Fehlermeldung. Einfach nochmal drücken. Ich glaube, es lag jetzt daran, weil ich hektisch zweimal hintereinander gedrückt hatte. Und jetzt Plug-in-Device now. Also Gerät reinstecken. Jetzt hat er hier ein bisschen Verwirrung. Eigentlich war ich zu hektisch, aber es scheint geklappt zu haben. Ja, der rote läuft rückwärts. Sehr gut. Jetzt sieht es aus wie so ein Schwingsprungspiel hin und her. Sieht man hier jetzt im hellen Licht ein bisschen schlecht. Aber jetzt dunkel ist, sieht es enorm gut aus. So, was können wir noch probieren? Lasst uns doch mal nicht mehr das Licht ausgehen. Dazu machen wir einfach die Steine weg, die jetzt hier das immer wieder aussetzen. Weil das brauchen wir jetzt nicht, weil wir haben ja andere Farben, die drüber gehen. Also ziehen wir das einfach raus. Und gucken mal, was jetzt passiert. Wir drücken wieder Hochladen auf den Arduino, nur einmal, hektisch zweimal, stecken das USB-Kabel rein, raus und rein. Und es bleibt grün, es wird rot überspielt und blau. Das ist doch eine schöne Animation. Da kann man sich doch drauf einigen. Sieht auch ganz gut aus mit den grünen Streifen, ne? Die, wenn es grün ist, dann sind die fast unsichtbar. Naja, fast unsichtbar. So, erfolgreich ein paar Variationen ausprobiert. Wenn ihr da noch weiter wagemutig seid, könnt ihr auch oben links hier bei Steuerung mal gucken, was es hier noch für witzige Anweisungen gibt. Ihr könnt die mathematischen Operatoren verwenden, ihr könnt Testgeschichten machen, Vergleiche ziehen, könnt noch Variablen einfügen und alle, die schon mal programmiert haben und so ein paar Grundkenntnisse haben, finden hier alle Grundsachen, die man so aus eigentlich jeder Programmiersprache kennt. Das Ganze basiert natürlich auf C bei Arduino. Und damit könnt ihr einfach viel rumexperimentieren und auch ja, witzige Sachen machen. Könnt ihr dann auch noch an den Mikrocontroller hier an die Taster hier noch Sensoren ranlöten und dann noch mit Tastern interagieren. Man könnte XXO spielen oder verschiedenste Sachen machen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und ja. Bringt es euren Schülern schön bei, dass die alle fit werden für die Zukunft. Peace it out.